Komm, hier, zweite Folge hier, hier auf dem Marsch. Mit dabei, schaust du edle her. Grüße. Ja, weiter geht's mit Kalken. Was machst du gerade? Ich hab vergessen, die Aufnahme anzumachen. Ballpressen, ne? Ne, ich hab vergessen, die Aufnahme anzumachen. Dann mach's gleich. Okay. Dann machen wir ganz kurz. Bist fertig? Aufnahme? Läuft? Ja, ja. Nochmal herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier. Der Marc dabei, passt der Edler her. Hallo. Ja, wir machen Kalken und du machst? Ballpressen. Ballpressen. Pressi, ja, ich kalk aktuell die Wiese und ich komme ja gleich zu deiner Wiese, wenn du fertig bist. Ach, danke. Beziehungsweise ich werde es vorbereiten und mal hinfahren. Die Rapsernte läuft noch und Hopfen dürfte durch sein, ne? Hopfen? Noch lange nicht. Noch lange nicht? Nee. Hast ja ein Lager gefahren, ne? Mhm. Ja, eine Brauerei haben wir noch nicht. Gerade machen die anderen draußen Theater. Mir zwei, drei hier, die sich überstreiten ums Revier. Das weibliche Tier müsste unter der Brücke brüten. Okay. Ja, einmal kalken und dann reißt eine Weile. Und später noch mal düngen. Aber düngen kann auch gemacht werden, wenn das gewachsen ist. Ja, die Wahlen sind ja eh geschützt, ne, vom Kalk. Da eingewickelt. Die müssen auch durchgehen. Genau. Sonst kann die ja nirgendwo groß lagern. Muss ja wieder aufgenommen werden. Hm. Nicht zugemacht. Ah. Ah ja, ich werde es überleben. Wahnsinn, wie die Farbe sich ändert von Gelb Richtung Grün. Der nächste Attack wird besonders groß sein. Bald ist soweit. Dann kannst du ein Haier gehen. Mhm. Du kannst auch kalt duschen oder mit Eiswürfel baden. Ja. Definitiv. Dann wärst du schneller wach, wie du denkst. Mhm. Weißt du warum? Für 5 Minuten zumindest, ja. Alle, weil die Zähne so klappen. Mhm. Und bei Klapper kannst du nicht einschlafen. OBS gab lange kein Update mehr. Ja. Hier gab es regelmäßig Updates, Verbesserungen. Das scheint mir ganz gut zu laufen.
Oh, Karg ist leer. Ich muss im Hof. Eine klappt? Jo. Ist hier Wind, der kann sich Ski fahren, wenn du möchtest. Also wie ein Silo hier funktioniert. Wieder schnell voll, du. Kann man hier alles holen? Yep. Vielleicht für Outright. Kommt da nicht mehr klar, glaube ich. Muss nur probieren. Will ich erstmal Schwierigkeiten. Aber wir wollen testen, ne? In der Gelegenheit. Bei den großen Feldern macht es ja Sinn, um selber abholen, ne? Yep. Wenn es nicht ausreicht. Elbenmüde. Tim, du hast noch. Mhm. Das wäre nur Freitag so, mit dem du so müde bist. Ja, Samstag auch. Hast kein Mittagsschlaf gehalten, ne? Och ja. Also war ich ja noch nicht müde. Ja. Gut, heute habe ich auch nicht so gut geschlafen. Weil ich bin spät dran war mit Mittagkochen. Aber ansonsten kriegt man auch Auge zu. Ich kann der Motor ausschlafen, das ist gut dabei. Wow. Kann ich morgen alle, wo die Ellen gerade noch fertig machen? Titel eintragen, so kann ich auch zur Not am Montag machen und so, Dienstag. Hochladen ist mal wichtig, wenn man fertig ist. Aber Titel ist für den nächsten Tag auch meistens sehr wichtig. Ich habe schon mal gehabt, da war Internet weg und da war zum Glück, hatte ich das dann schon fertig gehabt. Ja. Also die Planung mache ich meistens rechtzeitig fertig. Also morgen Vormittag in dem Dreh. Wenn ich so um 8:30 aufstehe. Vor Mittag kochen. Oh, wenn du Mittag erzählst, krieg ich Hunger, du. Tja. Mal schauen. Also, ich habe ja am Freitag. Ja, am Freitag war ich im Hofe, im Aldi. Ich habe. Cappuccino habe ich nur die einfachen bekommen, also, aber die haben da 100 Gramm weniger drin gehabt. Mir kam das vor, wenn es ein bisschen teurer gewesen ist. 100 Gramm weniger. Ja. Dann habe ich Pilze gekauft, Champignons. Das sind 110 Gramm weniger drin. Die Preise etwa gleich wie vorher. Tja. Das war sehen. Ja, so eine klammheimliche Erhöhung, die Preise. Eine Größe machen und dann nachher die Preise ändern. Ich habe mal gestern gesehen bei Tacheles, da hatte einer mal nachgefragt, bei den, der kannte da einen von, die Läden beliefern. Die Hersteller. Die haben praktisch die Billigmarken eingestellt. Beispiel Speiseöl. Die haben es nur teuren Marken drin. Weiß ich hier, Sonnenblumenöl zum Beispiel.
Die haben ja oft diese Dinger drin, weiß ich, hier die Billigmarke von der Herstellerfirma. Ist ja im Grunde das gleiche wie drin, was eine teure Marke drin ist, nur dass sie halt die Menge entsprechend da zur Arbeit haben. Und das haben sie wohl reduziert und jetzt haben sie nur noch die teure halt drin, ne? Angebot. Ja. Ja. Weil genau genommen, es fehlt ja im Grunde noch gar nichts. Weil wenn jetzt was fehlen würde, da hätten sie ja ganz schlecht eingekauft, ne? Wenn jetzt ja was fehlen würde, wenn die Ernte jetzt kommt, also neue Ernte, dann ist es verständlich. Weil Sonnenblumen kommt ja jetzt erst im Oktober, November in den Dreh. Recht spät. Und wenn dann was verkalkuliert wurde, wenn was nicht kommt, warum auch immer, dann kann sein, was fehlt. Aber jetzt von der alten Erde zu reden, das fehlt was. Das ist eher das, das heimliche Preiserhöhung oder das, dass man Preise erhöhen kann, um das durchzusetzen, ne? Ja. Du bist müde, ne? Ja. Klingt auch so. Ja. Wir stehen kurz vorm Endsieg, Junge. Du musst da noch durchhalten. Ja. Ja, übrigens, der Schulz hat in der Ukraine gesagt, Slava Ukraine. Nochmal bitte. Slava Ukraine. Das heißt so wie Heil Ukraine. Ein Kanzler nimmt das Wort Heil in den Mund. Oh Gott, nicht. Das geht nicht. Tja. Ich habe ihn nur zitiert. So, Kalken habe ich gleich fertig. So, dann machen wir wieder voll und dann kommen wir zu dir. Ist fertig mit Pressen? Passt. Dann passt das. Nur, dass ich nächste Woche Bescheid weiß, was ich machen will. Mal gucken, was der Rapsfahrer macht, da gehen wir gleich hin. Ich stelle mal den Ruf ab, mache ich voll und stimmt da mal hin. So, dann kann man einstellen auf Feld 14. Geht nicht, komm nicht hin. Komm, Knusprig. Gut, dann machen wir aus. Und den schicke ich. Ja, wir sind mal ein paar Meter da noch zu machen. Wo stecken die? Mal gucken, mal durchschalten. Lapsa ist gerade unterwegs. Und dein LKW ist auch gerade unterwegs. So wie? Passt, ist gleich da. Mehr Anhänger haben wir gar nicht, ne? Nö. No. Ja, das wird reichen müssen. Das reicht auch. Gegnerstreue braucht man ja auch auf dem Feld. Ach, den kann ich ja wegschicken. Der ist da.
12. Gut, dann fährt er schon mal zurück, dann kann man die Wiese düngen lassen. Gleich. Längerfristig gesehen müssten wir noch einen zweiten Abfahrer haben. Weitere Fälle. Wenn es zum Beispiel weiter weg ist, noch weiter weg ist. Aber nicht mehr heute. Genau. Schon, das sollte auch schon vorher gewesen sein. Wie gesagt, dann mal schön Dank, dass Sie reinschauen. Tschüss, ciao. Ja, was sehen wir uns dann morgen wieder? Morgen? Livestream, ne? Sonst? Nee, Quatsch, nee, morgen nicht. Morgen nicht. In 14 Tagen, in einer Woche. Entweder Freitag oder Samstag. Tschüss. Ciao.